Einheit 4. Hören Teil 3. Du hörst 5 Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 11. Nett, dein Selfie. Aber ich habe was Neues. Mit Max habe ich gestern ein cooles Video gemacht. Philipp, ein Video. Das ist doch genauso leicht wie fotografieren. Nein, kein normales Video. Max hat eine neue App. Da suchst du einen kurzen Text aus einem bekannten Film zum Beispiel. Und du spielst dazu. Das ist total witzig. Wir haben uns totgelacht. Zeig mal, Philipp. Und gib mir mal dein Headset. Aufgabe 12. Danke für die Einladung, aber wie finden wir den Weg zu euch? Tipp einfach meine Adresse ins Navi ein. Wir haben kein Navigationsgerät im Auto. Okay, dann schau mal im Internet. Da gibt es immer gute Karten mit Wegbeschreibungen. Stimmt, da steht sogar, wie lange man braucht. Also, wir sehen uns. Aufgabe 13. Wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, mussten unsere Nachbarn die Post aus dem Briefkasten nehmen. Jetzt sind im Briefkasten nur noch Rechnungen und Reklame. Und Zeitungen findet man auch kaum noch im Briefkasten. Ja, die Menschen schreiben keine Briefe mehr. Man schreibt heute E-Mails. Da kann es höchstens Chaos in der Mailbox geben. Genau. Deshalb schreibe ich am liebsten SMS. Aufgabe 14. Hey, was machst du mit dem Handy hier? Du weißt doch, dass das in der Schule verboten ist. Ist schon gut. Ich benutze es ja nicht im Unterricht. Ich muss heute zum Arzt und mein Vater holt mich ab. Dafür brauche ich es. So, und jetzt hole ich mir noch einen Joghurt vom Kiosk. Ach Mist, ich habe kein Geld dabei. Kannst du mir 70 Cent leihen? Ja, klar. Aufgabe 15. Du, Toni, hör doch mal auf, immer in deinem Comic zu lesen. Sag mal, hast du Erfahrung mit Bloggen? Also, du meinst selbst schreiben? Nee, wieso denn? Auf der nächsten Klassenfahrt machen wir so ein Web-Tagebuch. Jeden Abend sollen 3 aus der Klasse im Blog schreiben, was wir gemacht haben. Super! Dann können die Familien und Freunde gleich lesen und sehen, wie es euch so geht. Einheit 4. Hören Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben.
Beispiel: Sabine aus dem Schiller-Gymnasium konnte leider nicht ins Studio kommen, aber wir machen ein Skype-Interview mit ihr von ihrem Zimmer aus. Hallo Sabine! Hallo! Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Sabine, ihr macht in der Schule Projekte im Internet. Sind das Online-Aufgaben, die ihr löst, oder was ist das? Nein, bei unserem Projekt im Deutschunterricht geht es um Kontakte mit anderen Schülern aus anderen Schulen und anderen Ländern. Echt? Ist ja cool. Und wie funktioniert das? Also unser Deutschlehrer, selbst Schweizer, hat alles organisiert. Er hat Schulen in 3 anderen Ländern gefunden. In Frankreich, Polen und in der Türkei. Toll. Und was habt ihr zusammen gemacht? Also zuerst haben wir uns kennengelernt. Wir haben per Mail Fotos geschickt und kurze Texte geschrieben. Alles auf Deutsch. Die anderen lernen ja Deutsch. Und dann? Das Beste war, als wir uns auch online gesehen haben. Es ist was anderes, jemanden auf einem Foto zu sehen oder mit der Webkamera. Und da haben wir auch richtig miteinander gesprochen. Da haben wir das Thema für unsere gemeinsame Arbeit besprochen. Wir wollten zusammen eine Geschichte auf Deutsch schreiben. Und das hat geklappt? So alle zusammen? Nein, nicht so zusammen. Der Reihe nach hat jedes Land einen Teil geschrieben. Frankreich hat angefangen, dann Polen, dann die Türkei und zum Schluss wir. Verstehe. Und seid ihr nun fertig? Kann man die Geschichte lesen? Ja, und Bilder haben wir auch dazu gemalt und einen Comic gemacht. Den wollen wir sehen. Schauen Sie auf die Homepage unserer Schule. Da kann man ihn sehen. Danke für den Tipp, Sabine. Beispiel: Sabine aus dem Schiller-Gymnasium konnte leider nicht ins Studio kommen, aber wir machen ein Skype-Interview mit ihr von ihrem Zimmer aus. Hallo Sabine! Hallo! Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Sabine, ihr macht in der Schule Projekte im Internet. Sind das Online-Aufgaben, die ihr löst, oder was ist das? Nein, bei unserem Projekt im Deutschunterricht geht es um Kontakte mit anderen Schülern aus anderen Schulen und anderen Ländern. Echt? Ist ja cool. Und wie funktioniert das? Also unser Deutschlehrer, selbst Schweizer, hat alles organisiert. Er hat Schulen in 3 anderen Ländern gefunden. In Frankreich, Polen und in der Türkei. Toll. Und was habt ihr zusammen gemacht? Also zuerst haben wir uns kennengelernt. Wir haben per Mail Fotos geschickt und kurze Texte geschrieben. Alles auf Deutsch. Die anderen lernen ja Deutsch. Und dann? Das Beste war, als wir uns auch online gesehen haben. Es ist was anderes, jemanden auf einem Foto zu sehen oder mit der Webkamera. Und da haben wir auch richtig miteinander gesprochen. Da haben wir das Thema für unsere gemeinsame Arbeit besprochen. Wir wollten zusammen eine Geschichte auf Deutsch schreiben. Und das hat geklappt? So alle zusammen? Nein, nicht so zusammen. Der Reihe nach hat jedes Land einen Teil geschrieben. Frankreich hat angefangen, dann Polen, dann die Türkei und zum Schluss wir. Verstehe. Und seid ihr nun fertig? Kann man die Geschichte lesen? Ja, und Bilder haben wir auch dazu gemalt und einen Comic gemacht. Den wollen wir sehen. Schauen Sie auf die Homepage unserer Schule. Da kann man ihn sehen. Danke für den Tipp, Sabine. Einheit 5. Hören Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text 2-mal. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 1. Es ist wieder soweit. Die Sendung mit euch, für euch.
Wie immer von 5 bis 6. Heute stellen wir die Frage, was ist dir wichtiger, Familie oder Freunde? Wir freuen uns auf eure Anrufe. Und hier haben wir Valerie. Guten Tag. Also, wenn meine Familie am Wochenende zusammenkommt, dann sind wir schnell 10 bis 12 Personen. Manchmal sogar mehr. Wir wohnen nicht alle in einem Haus, aber im gleichen Ort. Es ist immer lustig, wenn wir zusammen essen. Manchmal streiten wir, aber bei Problemen helfen wir uns. Freunde sind wichtig, aber ich kann nicht ohne meine Familie leben. Es ist wieder soweit. Die Sendung mit euch, für euch. Wie immer von 5 bis 6. Heute stellen wir die Frage, was ist dir wichtiger, Familie oder Freunde? Wir freuen uns auf eure Anrufe. Und hier haben wir Valerie. Guten Tag. Also, wenn meine Familie am Wochenende zusammenkommt, dann sind wir schnell 10 bis 12 Personen. Manchmal sogar mehr. Wir wohnen nicht alle in einem Haus, aber im gleichen Ort. Es ist immer lustig, wenn wir zusammen essen. Manchmal streiten wir, aber bei Problemen helfen wir uns. Freunde sind wichtig, aber ich kann nicht ohne meine Familie leben. Aufgabe 2. Ich heiße Billy und ich meine, die Familie kann man sich nicht aussuchen. Da wird man hineingeboren. Bei Freunden hat man die Wahl. Und wenn es nicht mehr passt, dann ist es eben aus. Trotzdem spielen Freunde eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Ich habe mit Freunden nicht nur Spaß, wir helfen uns auch. Wahre Freundschaft ist etwas sehr Schönes. Ich heiße Billy und ich meine, die Familie kann man sich nicht aussuchen. Da wird man hineingeboren. Bei Freunden hat man die Wahl. Und wenn es nicht mehr passt, dann ist es eben aus. Trotzdem spielen Freunde eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Ich habe mit Freunden nicht nur Spaß, wir helfen uns auch. Wahre Freundschaft ist etwas sehr Schönes. Aufgabe 3. Achtung, hier ist eine Durchsage an alle Kunden. Ein kleines Mädchen, das seinen Namen nicht sagen will, hat seine Mama verloren. Eine Verkäuferin hat es an der Kasse im ersten Stock gefunden. Es ist circa 4 Jahre alt, trägt ein rotes Kleid und eine weiße Strumpfhose. Wenn Sie die Mutter sind, dann kommen Sie bitte sofort zur Information im ersten Stock. Wir warten hier auf Sie. Achtung, hier ist eine Durchsage an alle Kunden. Ein kleines Mädchen, das seinen Namen nicht sagen will, hat seine Mama verloren. Eine Verkäuferin hat es an der Kasse im ersten Stock gefunden. Es ist circa 4 Jahre alt, trägt ein rotes Kleid und eine weiße Strumpfhose. Wenn Sie die Mutter sind, dann kommen Sie bitte sofort zur Information im ersten Stock.
Wir warten hier auf Sie. Aufgabe 4. Hallo Nuray, hier ist Anne. Wollte nur mal hören, wie es dir geht. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Treffen wir uns mal in der Stadt auf ein Eis? Oder noch besser, komm am Wochenende zu mir. Ich muss dir so viel erzählen. Ja, komm am Samstag und bleib über Nacht. Wir können zusammen kochen und einen Film sehen. Ruf mich einfach an. Hallo Nuray, hier ist Anne. Wollte nur mal hören, wie es dir geht. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Treffen wir uns mal in der Stadt auf ein Eis? Oder noch besser, komm am Wochenende zu mir. Ich muss dir so viel erzählen. Ja, komm am Samstag und bleib über Nacht. Wir können zusammen kochen und einen Film sehen. Ruf mich einfach an. Aufgabe 5. Du, Paps, ich brauche mehr Taschengeld. Was? Das kommt nicht in Frage. Aber alles wird teurer. So, so. Dann tu doch etwas dafür. Du kannst zum Beispiel deiner Mutter helfen oder das Auto waschen oder Oma im Garten helfen. Ach nein, jetzt im Winter geht das natürlich nicht. Okay, dann wasche ich eben das Auto. Paps, ich brauche mehr Taschengeld. Was? Das kommt nicht in Frage. Aber alles wird teurer. So, so. Dann tu doch etwas dafür. Du kannst zum Beispiel deiner Mutter helfen oder das Auto waschen oder Oma im Garten helfen. Ach nein, jetzt im Winter geht das natürlich nicht. Okay, dann wasche ich eben das Auto. Einheit 5. Hören Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was machen die Schüler am liebsten mit ihren Freunden? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Beispiel. Ich dachte, ich kenne alle meine Freunde und Mitschüler ganz gut und weiß, was sie so tun. Aber es gab auch Überraschungen. Ja, das war ganz interessant. Ich habe gestern mit Hannes telefoniert und er hat mir gesagt, dass er so gerne in die Natur geht. Er packt das Zelt ein und zeltet mit seinem besten Freund irgendwo draußen. Das war das Beispiel. Höre nun den Text. Oder gestern beim Schwimmen habe ich Sebastian getroffen. Er wandert mit seinen besten Freunden gern in den Bergen. Genau, bei Josie war es klar. Er hat viele Freunde und wir spielen alle zusammen Fußball. Fußball ist sein Leben. Wer nicht Fußball spielt, ist nicht sein Freund. Nina tanzt gerne. Okay, aber dass sie mit ihrer besten Freundin in die Jugenddisco geht,
wusste ich nicht, dass ihre Eltern das erlauben. Was ich gar nicht verstehe, dass Ronja gerne mit ihrer Freundin redet. Wieso? Ich finde auch, dass Reden in einer Freundschaft sehr wichtig ist. Viel komischer ist, dass du und ich, also wir beide, so gerne Karten spielen. Wir können ja auch mal zusammen Musik hören. Nein, nein, lieber Karten spielen. Einheit 5. Hören Teil 3. Du hörst 5 Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 11. Glaubst du, dass man im Internet Freunde haben kann? Warum nicht? Du kannst schreiben oder chatten und deine Meinung sagen. Du kannst dich per Skype verabreden. Du kannst Freunde auf der ganzen Welt haben. Ja, globale Freundschaft dank Internet. Aber ich skype nie. Da treffe ich mich lieber mit meinen Freunden in einem Café. Aufgabe 12. Du, die Kaisers in unserem Haus haben ein Baby bekommen. Glaube ich nicht. Doch, da steht, Babysitter gesucht, 2x die Woche für 4 Stunden. Kaiser, 3. Stock. Vielleicht ist er für den Hund. Der bellt doch immer, wenn sie mal ausgehen oder ins Kino gehen. Aufgabe 13. Mark, Oma braucht Hilfe. Wieso? Was ist denn? Ach, es geht ihr nicht gut. Sie hat den ganzen Tag sauber gemacht und ist jetzt total müde. Sie kann nicht mehr einkaufen gehen. Mach ich. Du bist ein Schatz. Hier ist der Einkaufszettel. Und nimm aus dem Garten auch ein paar Blumen mit. Oma gefallen die Margeriten so gut. Aufgabe 14. Also, ich finde, gute Freunde müssen auch mal streiten können, ohne dass die Freundschaft gleich zu Ende ist. Ist ja sonst langweilig. Echte Freunde bleiben beste Freunde, auch wenn mal was kaputt geht. Handy oder Fotoapparat oder Laptop oder so. Was? Wo ist mein Handy? Ich habe es dir gegeben. Ups. Hier, ich wollte baden und da ist es mir in die Badewanne gefallen. Kevin, du bist ja so blöd. Aufgabe 15. Du, Sarah, willst du später mal heiraten? Weiß noch nicht. Du? Auf jeden Fall. Ich will eine große Familie haben. Das heißt, du willst auch Kinder haben? Ja, am liebsten 3. Dann passen wir alle noch in ein Auto und machen zusammen Reisen. Klingt perfekt und aufregend. Träum schön weiter, Theresa, denn für eine große Reise mit einer großen Familie und Auto braucht man auch viel Geld. Einheit 5. Hören Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text 2x.
Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben. Beispiel. Hallo und herzlich willkommen in unserer Sendung. Heute haben wir besondere Gäste, nämlich das Ehepaar Bauer aus Koblenz. Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Herr Bauer, Sie haben vor 50 Jahren geheiratet. Ja, das ist eine lange Zeit. Ich war damals erst 25. So ist es. Ein halbes Jahrhundert mit dem gleichen Menschen zusammen. Das stelle ich mir schwierig vor. Ja, das ist nicht immer einfach. Aber wir haben eine wunderbare Familie und wir feiern gerne zusammen. Oh, erzählen Sie doch bitte mal, wie Sie die goldene Hochzeit feiern werden. Also, wir feiern im Mai. Und zuerst wollten wir alle zu uns in den Garten einladen. Wir sprechen von circa 50 bis 60 Personen. Oh, da haben Sie dann ja eine Menge Arbeit. Genau, darum hatten unsere Kinder eine tolle Idee. Sie schenken uns alle zusammen eine Schiffsfahrt auf dem Rhein. Das ist wirklich eine super Idee. So ist es. Unser Sohn kennt den Kapitän und er hat mit ihm gesprochen. Wir dürfen auf dem Schiff grillen. Und zum Kaffee bringen wir Kuchen mit. Dann wird alles nicht so teuer. Wird es auch Musik und Tanz geben? Da bin ich mir sicher, denn wir tanzen alle gern. Nicht wahr, Joachim? Ja, ja, Luise, ein Hochzeitstänzchen darf nicht fehlen. Herrlich. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Feier zu Ihrem 50. Hochzeitstag. Dankeschön. Dankeschön. Beispiel. Hallo und herzlich willkommen in unserer Sendung. Heute haben wir besondere Gäste, nämlich das Ehepaar Bauer aus Koblenz. Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Herr Bauer, Sie haben vor 50 Jahren geheiratet. Ja, das ist eine lange Zeit. Ich war damals erst 25. So ist es. Ein halbes Jahrhundert mit dem gleichen Menschen zusammen. Das stelle ich mir schwierig vor. Ja, das ist nicht immer einfach. Aber wir haben eine wunderbare Familie und wir feiern gerne zusammen. Oh, erzählen Sie doch bitte mal, wie Sie die goldene Hochzeit feiern werden. Also, wir feiern im Mai. Und zuerst wollten wir alle zu uns in den Garten einladen. Wir sprechen von circa 50 bis 60 Personen. Oh, da haben Sie dann ja eine Menge Arbeit. Genau, darum hatten unsere Kinder eine tolle Idee. Sie schenken uns alle zusammen eine Schiffsfahrt auf dem Rhein. Das ist wirklich eine super Idee. So ist es. Unser Sohn kennt den Kapitän und er hat mit ihm gesprochen. Wir dürfen auf dem Schiff grillen. Und zum Kaffee bringen wir Kuchen mit. Dann wird alles nicht so teuer. Wird es auch Musik und Tanz geben? Da bin ich mir sicher, denn wir tanzen alle gern. Nicht wahr, Joachim? Ja, ja, Luise, ein Hochzeitstänzchen darf nicht fehlen. Herrlich. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Feier zu Ihrem 50. Hochzeitstag. Dankeschön. Dankeschön. Einheit 6. Hören Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text 2-mal. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 1.
willkommen zu unserer heutigen Sendung. Neben mir sitzt Melina von der Konrad-Adenauer-Schule. Hallo, meine Schule organisiert den Wettbewerb zum Thema Umweltschutz. Wie ihr auch auf unserer Homepage lesen könnt, suchen wir nach interessanten Experimenten, die man selbst machen kann. Alle Jugendlichen zwischen 14 und 17 dürfen teilnehmen. Von den 5 besten Ideen machen wir ein Plakat zum Umwelttag. Macht mit und werdet berühmt! Willkommen zu unserer heutigen Sendung. Neben mir sitzt Melina von der Konrad-Adenauer-Schule. Hallo, meine Schule organisiert den Wettbewerb zum Thema Umweltschutz. Wie ihr auch auf unserer Homepage lesen könnt, suchen wir nach interessanten Experimenten, die man selbst machen kann. Alle Jugendlichen zwischen 14 und 17 dürfen teilnehmen. Von den 5 besten Ideen machen wir ein Plakat zum Umwelttag. Macht mit und werdet berühmt! Aufgabe 2. Mein Name ist Tibor. Letzte Woche war ich mit meinem Freund am Meer, obwohl es noch ganz schön kalt war. Das Wasser war herrlich, aber am Strand lag ganz viel Müll. Diese Idioten, die alles so liegen lassen. Wir haben alles gesammelt und einen Berg daraus gemacht. Den haben wir dann fotografiert und das Foto an die Zeitung geschickt. Dann haben wir den Müll natürlich zum Recyceln gebracht. Mein Name ist Tibor. Letzte Woche war ich mit meinem Freund am Meer, obwohl es noch ganz schön kalt war. Das Wasser war herrlich, aber am Strand lag ganz viel Müll. Diese Idioten, die alles so liegen lassen. Wir haben alles gesammelt und einen Berg daraus gemacht. Den haben wir dann fotografiert und das Foto an die Zeitung geschickt. Dann haben wir den Müll natürlich zum Recyceln gebracht. Aufgabe 3. Sag mal, was sind denn das für Buchstaben auf euren Gläsern? Also, wir sind eine große Familie und wir trinken viel Wasser. Damit wir nicht so viele Gläser schmutzig machen, hatte ich eine Idee. Wir schreiben mit einem Stift auf unsere Gläser den ersten Buchstaben unserer Vornamen. Einmal am Tag waschen wir die Gläser ab. Das spart Wasser. Und das ist viel besser, als auf die Gläser ein Bildchen zu kleben oder einen Ring zu stecken. Sag mal, was sind denn das für Buchstaben auf euren Gläsern? Also, wir sind eine große Familie und wir trinken viel Wasser. Damit wir nicht so viele Gläser schmutzig machen, hatte ich eine Idee. Wir schreiben mit einem Stift auf unsere Gläser den ersten Buchstaben unserer Vornamen. Einmal am Tag waschen wir die Gläser ab. Das spart Wasser. Und das ist viel besser, als auf die Gläser ein Bildchen zu kleben oder einen Ring zu stecken. Aufgabe 4. Caroline, was ist los? Du siehst krank aus. Ach, Werner, mir geht es schlecht.
Bei uns im Haus läuft seit 3 Tagen keine Heizung. Das Heizöl ist zu Ende. Was? Das bei der Kälte? Dann bestellt welches. Wie denn? Ein Mieter hat nicht bezahlt. Die Kasse ist leer. Verstehe. Dann zieh dich wärmer an. Oder benutze eine elektrische Heizung. Caroline, was ist los? Du siehst krank aus. Ach, Werner, mir geht es schlecht. Bei uns im Haus läuft seit 3 Tagen keine Heizung. Das Heizöl ist zu Ende. Was? Das bei der Kälte? Dann bestellt welches. Wie denn? Ein Mieter hat nicht bezahlt. Die Kasse ist leer. Verstehe. Dann zieh dich wärmer an. Oder benutze eine elektrische Heizung. Aufgabe 5. Du, mein Zimmer ist so langweilig. Hast du eine Idee? Das Poster von der Rockband hast du schon sehr lange an der Wand. Ich mag die Band, aber ein neues Bild ist auch nicht schlecht. Hier, ich habe ein Poster mit tollen Motorrädern. Wow, das sieht richtig gut aus und passt super neben das Foto von deinem neuen Rennrad. Du, mein Zimmer ist so langweilig. Hast du eine Idee? Das Poster von der Rockband hast du schon sehr lange an der Wand. Ich mag die Band, aber ein neues Bild ist auch nicht schlecht. Hier, ich habe ein Poster mit tollen Motorrädern. Wow, das sieht richtig gut aus und passt super neben das Foto von deinem neuen Rennrad. Einheit 6. Hören Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. In welcher Straße ist welche Wohnung, welches Haus? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Beispiel. Tobias, hier sind die Wohnungsanzeigen. Also, wir suchen eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon. Am liebsten Altbau im Zentrum. Ein Reihenhaus wäre auch nicht schlecht. Aber eine Garage brauchen wir nicht. Mal sehen, was hier noch so steht. Stopp! Da! Oh, noch eine Seite. Sogar mit Fotos. Aber das sind nicht nur Zwei-Zimmer-Wohnungen. Schau mal, hier in der Parkstraße bieten sie eine Villa an. Sieht aus wie ein kleines Schloss. Das war das Beispiel. Höre nun den Text. Oder hier, in der Uferstraße, ein Haus mit Garten. Ich will nicht wissen, was das kostet. Hier, Wohnung im Zentrum, in der Marienstraße. Aber das sind 4 Zimmer und mit Dachterrasse. Altstadtring. 3 Zimmer. Modernes Hochhaus mit Lift. Alles zu groß und zu teuer. Da! 2 Zimmer im Eichenweg.
Das ist eine Dachwohnung ohne Balkon am Stadtrand. Aber hier, 2 Zimmer, Altbau, Küche und Bad mit Balkon, 3. Stock in der Marktstraße. Bingo, da rufen wir mal an. Einheit 6. Hören Teil 3. Du hörst 5 Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Du, Stefan, ich habe mir einen neuen Tisch, einen neuen Stuhl und einen neuen Schrank gekauft. Einen neuen Stuhl? War ja auch Zeit. Der alte war ganz kaputt. Darf ich ihn mal sehen? Ich muss ihn erst noch aufbauen. Es sind mindestens 10 Teile aus Holz. Hilfst du mir bitte dabei? Ja klar, Nele. Das macht doch Spaß. Aufgabe 12. Oh, wir haben schon wieder so viel Altpapier für den Müll. Also, ich habe in der Zeitung gelesen, dass eine Künstlerin daraus Kunstobjekte macht. Echt? Finde ich cool. Ja, sie macht ihr eigenes Papier und malt darauf. Ich habe schon Bilder von ihr gesehen. Okay, sie kann alles haben. Aufgabe 13. Also, ich mache das jetzt. Ich baue einen Sonnenkollektor auf das Dach. Ist das nicht sehr teuer, Walter? Sicher, das kostet erstmal eine Menge. Aber später sparst du das Geld wieder durch weniger Heizkosten. Und vor allem das Wasser zum Duschen, das hast du dann kostenlos. Interessant. Vielleicht mache ich das auch. Aufgabe 14. Ich muss noch meine Monatskarte für die Straßenbahn kaufen. Ach, du fährst nicht mehr mit dem Auto ins Büro? Nein, so ist es besser für die Umwelt. Wenn du wirklich etwas für die Umwelt tun willst, dann fahr doch mit dem Fahrrad. Und wenn es regnet? Dann nimmst du die Straßenbahn. Aufgabe 15. In unserem Haus sind 10 Wohnungen. Ihr habt also 10 Familien im Haus? Nein, das sind nicht nur Familien, auch Leute, die alleine sind oder mit anderen zusammenwohnen. Alle zusammen sind wir ungefähr 30 Personen. Und jetzt will auch noch eine Computerfirma bei uns einziehen. Aber das ist nicht sicher. Sag mal, kennst du die alle? Nein, aber das ändern wir jetzt. Wir machen ein Fest für alle Hausbewohner. Gute Idee. Einheit 6. Hören Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text 2-mal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben.
Beispiel. Willkommen zu unserer Sendung aus Magdeburg. Dafür, dagegen. Heute haben wir das Thema Stadt, Land. Und wir haben zwei Studiogäste. Frau Klein aus Neuruppin, einer kleinen Stadt in Brandenburg, und Herr Berger aus Berlin. Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihre Wohnorte. Wo lebt es sich besser? Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Ich lebe gern in Neuruppin, weil das Städtchen nicht so groß ist, nämlich nur ungefähr 30.000 Einwohner. Genau das wäre furchtbar für mich. Ich liebe es groß. Okay, Berlin ist mit etwa 3,4 Millionen Menschen schon sehr groß, aber auch spannend. Da ist immer etwas los. Ja, aber ist das nicht ein Problem, wenn Sie zur Arbeit wollen? Ich muss quer durch ganz Berlin fahren. Aber das mache ich ganz bequem in 30 Minuten mit der S-Bahn. Tja, da bin ich zu Fuß noch schneller. Ich bin Kindergärtnerin und brauche nur 5 Minuten zu Fuß zum Kindergarten. Wie machen Sie das mit dem Einkaufen? In der Nachbarschaft ist ein kleines Geschäft. Und am Samstag fahren wir mit dem Auto zum Supermarkt. Einkaufsmöglichkeiten finde ich überall. Berlin hat alles. Geschäfte, Leben und Ruhe. Sicher, man kann in Berlin rund um die Uhr ausgehen. Berlin schläft nie. Aber das ist nichts für mich. Neuruppin ist viel ruhiger und hat bessere Luft. Vergessen wir nicht, Berlin hat auch viel Grün und auch viel Wasser. Das ist toll. Dankeschön. Unsere Sendezeit ist leider zu Ende. Und weiter mit Musik. Beispiel. Willkommen zu unserer Sendung aus Magdeburg. Dafür, dagegen. Heute haben wir das Thema Stadt, Land. Und wir haben zwei Studiogäste. Frau Klein aus Neuruppin, einer kleinen Stadt in Brandenburg, und Herr Berger aus Berlin. Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihre Wohnorte. Wo lebt es sich besser? Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Ich lebe gern in Neuruppin, weil das Städtchen nicht so groß ist, nämlich nur ungefähr 30.000 Einwohner. Genau das wäre furchtbar für mich. Ich liebe es groß. Okay, Berlin ist mit etwa 3,4 Millionen Menschen schon sehr groß, aber auch spannend. Da ist immer etwas los. Ja, aber ist das nicht ein Problem, wenn Sie zur Arbeit wollen? Ich muss quer durch ganz Berlin fahren. Aber das mache ich ganz bequem in 30 Minuten mit der S-Bahn. Tja, da bin ich zu Fuß noch schneller. Ich bin Kindergärtnerin und brauche nur 5 Minuten zu Fuß zum Kindergarten. Wie machen Sie das mit dem Einkaufen? In der Nachbarschaft ist ein kleines Geschäft. Und am Samstag fahren wir mit dem Auto zum Supermarkt. Einkaufsmöglichkeiten finde ich überall. Berlin hat alles. Geschäfte, Leben und Ruhe. Sicher, man kann in Berlin rund um die Uhr ausgehen. Berlin schläft nie. Aber das ist nichts für mich. Neuruppin ist viel ruhiger und hat bessere Luft. Vergessen wir nicht, Berlin hat auch viel Grün und auch viel Wasser. Das ist toll. Dankeschön. Unsere Sendezeit ist leider zu Ende. Und weiter mit Musik. Einheit 7. Hören Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text 2-mal. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 1. Hallo, hier ist wieder Regenbogen, die Sendung für euch. Heute von Schülern der Paul-Klee-Schule. Feline und Lukas sprechen über Jugendreisen und Ferienjobs, also dranbleiben. Hallo,
Also ich wollte dieses Jahr nicht mit meinen Eltern Urlaub machen, sondern lieber zusammen mit meiner Freundin in den Süden fahren. Aber das haben unsere Eltern natürlich nicht erlaubt. Da hatte meine Freundin die Idee, dass wir mit Jugendreisen in ein Jugendcamp fahren können. Alles ist organisiert und es kann eigentlich nichts passieren. Und das machen wir jetzt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hallo, hier ist wieder Regenbogen, die Sendung für euch. Heute von Schülern der Paul-Klee-Schule. Feline und Lukas sprechen über Jugendreisen und Ferienjobs, also dranbleiben. Hallo, also ich wollte dieses Jahr nicht mit meinen Eltern Urlaub machen, sondern lieber zusammen mit meiner Freundin in den Süden fahren. Aber das haben unsere Eltern natürlich nicht erlaubt. Da hatte meine Freundin die Idee, dass wir mit Jugendreisen in ein Jugendcamp fahren können. Alles ist organisiert und es kann eigentlich nichts passieren. Und das machen wir jetzt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aufgabe 2. Hi, ich habe leider kein Geld für Reisen und schon gar nicht für lange Reisen. Ich suche einen Job und will 4 Wochen lang arbeiten. Ich spare nämlich auf eine eigene E-Gitarre, denn ich spiele in der Schulband. Ich weiß, es ist nicht einfach, einen Job zu finden. Aber ich mache alles, egal was es ist. Also, wenn jemand von euch eine Idee hat, sagt es mir bitte. Hi, ich habe leider kein Geld für Reisen und schon gar nicht für lange Reisen. Ich suche einen Job und will 4 Wochen lang arbeiten. Ich spare nämlich auf eine eigene E-Gitarre, denn ich spiele in der Schulband. Ich weiß, es ist nicht einfach, einen Job zu finden. Aber ich mache alles, egal was es ist. Also, wenn jemand von euch eine Idee hat, sagt es mir bitte. Aufgabe 3. Regina, was machst du in den Ferien? Hast du wieder Privatunterricht? Nein, ich fliege nach England und mache einen Englischsprachkurs. Super! In London? Nein, in Padstow, einem Ort am Meer. Oh, wie schön! Naja, ich habe jeden Tag 5 Stunden Unterricht. Okay, da lernst du bestimmt viel. Ja, und es gibt auch ein tolles Freizeitprogramm. Regina, was machst du in den Ferien? Hast du wieder Privatunterricht? Nein, ich fliege nach England und mache einen Englischsprachkurs. Super! In London? Nein, in Padstow, einem Ort am Meer. Oh, wie schön! Naja, ich habe jeden Tag 5 Stunden Unterricht. Okay, da lernst du bestimmt viel. Ja, und es gibt auch ein tolles Freizeitprogramm. Aufgabe 4.
Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 fährt ein der Intercity Express 1513 von Hamburg-Altona nach München Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 14.57 Uhr. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie in Abschnitt B. Nächster Halt des Zuges ist Berlin-Südkreuz. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 fährt ein der Intercity Express 1513 von Hamburg-Altona nach München Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 14.57 Uhr. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie in Abschnitt B. Nächster Halt des Zuges ist Berlin-Südkreuz. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Aufgabe 5. Ich bleibe in den Ferien zu Hause und treffe Freunde. Und du, Moritz, was machst du in den Ferien? Ich fahre zu Verwandten, wie jedes Jahr. Ja, da sind wir eine richtig große Familie, denn mein Onkel hat 3 Kinder und Oma und Opa wohnen auch im selben Haus. Wir wandern oder machen Spiele und Oma backt den besten Kuchen der Welt. Ich bleibe in den Ferien zu Hause und treffe Freunde. Und du, Moritz, was machst du in den Ferien? Ich fahre zu Verwandten, wie jedes Jahr. Ja, da sind wir eine richtig große Familie, denn mein Onkel hat 3 Kinder und Oma und Opa wohnen auch im selben Haus. Wir wandern oder machen Spiele und Oma backt den besten Kuchen der Welt. Einheit 7. Hören Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Wer hat wo Ferien gemacht? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Beispiel. Schön, euch wiederzusehen. Wie waren denn eure Ferien? Ich war ja fast die ganze Zeit hier in der Schule wegen des Jugendcamps, das hier stattgefunden hat. Das war das Beispiel. Höre nun den Text. Aber nun erzählt erst mal ihr, was habt ihr gemacht? Ja, Dominik? Ich war mit einer Jugendgruppe in Frankreich. Da war ein internationales Treffen. Ich habe jetzt Freunde aus Frankreich, Holland und Portugal. Ist ja toll. Und du, Alexandra? Zuerst wollten wir nach Spanien, aber dann sind wir eine Woche in die Alpen zum Wandern gefahren. Ganz oben auf den Bergen lag noch Schnee. Interessant. Emine? Wir sind nicht in Berlin geblieben. Wir haben mit der ganzen Familie meinen Onkel in der Türkei besucht. Er hat ein kleines Haus am Meer. Herrlich. Jonas. Ich war die ganze Zeit hier.
Ich habe am Ferienprogramm hier teilgenommen. Wir hatten viel Spaß und waren auch oft im Schwimmbad. Sehr schön. Und du, Max? Ich habe meinen Vater besucht. Der arbeitet zurzeit in Dresden. Da bin ich ganz alleine mit dem Zug hingefahren. Mit dem Intercity. Ah, spannend. Dann seid ihr ja nun fit für den Unterricht. Einheit 7. Hören Teil 3. Du hörst 5 Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Aufgabe 11. Servus. Hi Jochen, wie war der Urlaub? Ah, es war schrecklich. Ich bin sauer auf das Reisebüro. Nichts hat gestimmt. Alles war anders, als es im Prospekt stand. Oh, wie schade. Und ihr habt so viel Geld dafür bezahlt. Wir streiten schon mit dem Reisebüro. Geld geben sie bestimmt nicht zurück. Vielleicht einen Freiflug, wenn ihr Glück habt. Hoffentlich. Ein kostenloses Flugticket wäre toll. Bye bye, ich muss zum Reisebüro. Aufgabe 12. Und was machst du nun in den Ferien? Meldest du dich im Sportclub an? Bitte sag ja. Ja, ich habe meine Eltern gefragt. Ich darf am Fußballcamp teilnehmen. Super! Wir gehen zusammen dahin. Wir haben jeden Tag Training, mit und ohne Ball. Und Rosanne spielt nebenan Tennis. Dann siehst du sie jeden Tag. Yes! Und am Ende sind wir fit für das große Spiel. Ole, 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 ole! Aufgabe 13. Also, Sonnenbrille, Bikini und Strandschuhe sind drin. Was machst du, Emily? Koffer packen, Mama. Nimm auch was für schlechtes Wetter mit. Okay. Eine Jeans, 2 T-Shirts und die Jeansjacke. Aber auch den roten Rock und die Blümchenbluse. Und für den Abend das schwarze Kleid und die neuen Schuhe. Puh. Ist Kofferpacken schwer. Aufgabe 14. So, Sie sind also die Familie Frank. Herzlich willkommen auf dem Lenzhof. Hallo. Guten Tag. Hallo. Dann zeige ich Ihnen zuerst einmal den Hof. Da oben ist Ihre Wohnung, aber wir gehen jetzt zu den Tieren. Pferde haben wir auch, wenn jemand mal reiten will. Oh, toll! Das ist viel besser als Ferien am Meer oder in Paris oder so. Ja, du darfst auch helfen beim Saubermachen und Füttern. Das ist nicht so langweilig wie jeden Tag am Strand faulenzen. Stimmt, ich liebe Pferde und helfe gerne mit. Aufgabe 15. Puh, die Prüfungen sind vorbei. Jetzt packe ich Rucksack und Zelt und sage allem Stress für 3 Tage Ade. Coole Idee, Sebastian. Und was machst du? Fährst du wieder nach Berlin zu deiner Freundin? Oder doch an die Ostsee? Nein, nicht so weit weg. Ich fahre mit dem Bus zum Zeltplatz am Fluss. So ganz alleine? Nein, nein, meine Freunde sind schon dort. Komm doch auch mit, Florian. Danke, aber ich besuche meine große Schwester.
Einheit 7. Hören, Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben. Beispiel. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind heute auf dem Marktplatz und informieren Sie über das Freizeitprogramm der Stadt für die Kinder in den Sommerferien. Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Es sind verschiedene Spielstationen für die Kinder eingerichtet. Gehen wir einmal näher und fragen. Was macht ihr hier? Wir basteln Sachen aus Papier. Wir machen einen Zoo aus Papier. Wir haben schon ganz viele Tiere. Sehr schön sieht das aus. Und was macht ihr? Wir sind die Schauspieler und spielen gleich Theater. Unser Stück heißt Vicky und die starken Männer. Da bin ich gespannt. Sie sind Frau Ackermann, das Herz der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt. Erzählen Sie uns bitte etwas über das Ferienprogramm. Ja, gerne. Das Ferienprogramm der Stadt ist für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren. Es beginnt mit dem ersten Ferientag und dauert die ganzen Ferien hindurch. Das ist eine große Hilfe für Familien, wenn zum Beispiel beide Eltern arbeiten. Denn das Programm beginnt morgens um 8 und dauert den ganzen Tag bis nachmittags um 5 Uhr. Für das Programm mit den Kindern haben wir das Jugendhaus und den Stadtpark. Es gibt also genug Platz für Aktionen drinnen und draußen. Man kann die Kinder und Jugendlichen auf der Homepage der Stadt oder im Rathaus anmelden. Dankeschön, Frau Ackermann. Und nun gehe ich mal zu den... Beispiel. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind heute auf dem Marktplatz und informieren Sie über das Freizeitprogramm der Stadt für die Kinder in den Sommerferien. Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Es sind verschiedene Spielstationen für die Kinder eingerichtet. Gehen wir einmal näher und fragen. Was macht ihr hier? Wir basteln Sachen aus Papier. Wir machen einen Zoo aus Papier. Wir haben schon ganz viele Tiere. Sehr schön sieht das aus. Und was macht ihr? Wir sind die Schauspieler und spielen gleich Theater. Unser Stück heißt Vicky und die starken Männer. Da bin ich gespannt. Sie sind Frau Ackermann, das Herz der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt. Erzählen Sie uns bitte etwas über das Ferienprogramm. Ja, gerne. Das Ferienprogramm der Stadt ist für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren. Es beginnt mit dem ersten Ferientag und dauert die ganzen Ferien hindurch. Das ist eine große Hilfe für Familien, wenn zum Beispiel beide Eltern arbeiten. Denn das Programm beginnt morgens um 8 und dauert den ganzen Tag bis nachmittags um 5 Uhr. Für das Programm mit den Kindern haben wir das Jugendhaus und den Stadtpark. Es gibt also genug Platz für Aktionen drinnen und draußen. Man kann die Kinder und Jugendlichen auf der Homepage der Stadt oder im Rathaus anmelden. Dankeschön, Frau Ackermann. Und nun gehe ich mal zu...